Also als wir vor 4 Jahren das Jazz-Kollektiv gegründet haben, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was wir eigentlich so machen wollen, was unsere Aufgabe wäre. Eine dieser Aufgaben ist das Festival, das Klangfestival, was jedes Jahr im Subway im Oktober oder November stattfindet. Und dann kam gleich als nächste Aktion ein Workshop, der für Laien ist, also nicht für Profis, nicht für studierte Musiker, sondern wirklich für die Leute, die wirklich sich dafür interessieren, aber das jetzt nicht als Beruf machen wollen oder noch nicht machen. Also eine vielleicht wichtige Sache zu erwähnen bei diesem Workshop oder bei dem Konzept, was wir da verfolgen, ist, dass wir 7 Klängen mit Musiker mit den Teilnehmern zusammen musizieren. Also die Idee, also wir machen sehr viele Übungen, die mit freier Improvisation zu tun haben, nicht ausschließlich, aber viel, so gelenkte freie Improvisation. Und wie Pablo gerade schon gesagt hat, ist es so, dass man von dem Gedanken ausgeht, dass wenn man, egal auf welchem Niveau der Einzelne spielt, jeder gespielte Ton, jede gespielte Phrase einfach eine Wichtigkeit gibt, sagt, das ist jetzt das, was du spielst, egal wie lange oder wie gut oder wie sonst was das ist. Und das sozusagen konfrontiert auch mit der gleichen Haltung von ja, uns professionellen Musikern und das einfach zusammenbringt, uns zu sehen, okay, was da im Moment passiert, das ist letzten Endes kein Unterschied. Super, dass die auch mit Leuten, die halt eben noch nicht so gut spielen können, kommunizieren können und halt eben auch mit denen was machen können. Also am meisten hat mir Spaß gemacht, dieses mit allen zusammen, dieses große Orchester sozusagen, weil es war einfach total offen. Also man wusste überhaupt nicht, was passieren konnte oder so. Bei mir hat es ziemlich herausgefordert, umzudenken und ja noch besser auf die anderen zu hören, weil man macht es halt eben oft unbewusst. Aber um es halt eben sehr gut unbewusst zu machen, muss man es erstmal bewusst probieren. Und das habe ich halt eben hier ganz gut gelernt. Ich denke, es ist sehr abwechslungsreich. Wir machen einen Instrumentalunterricht, also mit den kleinen Gruppen jetzt. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, also kleine Kombos, wo jeder von uns mitspielt. Wenn die Teilnehmer den Spaß erfahren vom Miteinander musizieren und sich und lernen, sich gegenseitig gut zuzuhören und was das auch bedeutet, dass jeder Ton, den man spielt, jede Aktion, die man macht, wirklich eine Bedeutung hat und dass es vor allen Dingen auch eine Auswirkung hat. Und ich glaube, die gehen hier aus dem Workshop raus mit vielen Ideenanstößen, Gedankenanstößen und vielen Impulsen, was sie so im Zusammenspiel mit anderen dann wiederum neu anwenden können und die so mit ihre eigenen Wege vielleicht gehen können.